Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir haben es jetzt zu dieser Stunde an diesem Tag alle nicht so leicht. Also danke, dass Sie den Weg zu uns nach dem Wahllokal gefunden haben. Und danke, dass Sie das Zittern mit uns dann auch noch so ein bisschen aufschieben. Oder vielleicht schauen Sie ja zwischendurch dann irgendwann mal zu gegebener Minute aufs Handy. Unheil und Hoffnung, das vierte Vienna Humanities Festival. Und ich finde es ganz lustig, wie der Zufall so spielt und die Themen zusammenfallen und dass wir heute auch mit einer Wahl konfrontiert sind, die uns auch Unheil und Hoffnung gebracht hat und auch bescheren wird. Es gibt in der Diskussion um Zukunft viele Themen, die sehr emotional sind. Das ist neben der Politik, die wir heute noch hören und sehen werden, die Lebensqualität, die Gestaltung unserer Umwelt, Architektur und Stadtgestaltung. Das ist das Verhältnis von Wohnen und Arbeiten. Das sind Fragen der Energie. Das sind Fragen, wie wir in Zukunft unseren materiellen Ressourcenumgang eindämmen können. Und das sind auch Fragen der Mobilität. Und gerade bei der Mobilität, denke ich, gibt es kaum ein Thema, das uns so emotional fesselt. Vor allem 50% der Bevölkerung, nämlich die männliche Hälfte, weil die Automobilität nicht nur ein Synonym ist für Autonomie, für Selbstständigkeit, sondern auch für Macht, für ein Ausdrucksmittel dafür, wie wir die Stadt in den letzten 60 Jahren gestaltet haben. Und wenn wir von Mobilität sprechen oder von der Zukunft der Mobilität, dann meinen wir auch einen Wandel. Wie wird sich Mobilität verändern? Wie wird sich der Besitz des Automobils verändern hin zu einer Dienstleistung? Wie werden sich Antriebssysteme verändern? Und was tut das Auto, was tut das Statussymbol, was tut das Produkt, was tut auch das Luxusgut-Auto mit uns, wenn das Auto dann irgendwann einmal allein fahren wird, selbstständiges Fahren? Und genau diesem Thema möchten wir uns heute hier widmen. Mein Gesprächspartner neben mir ist Matthias Mitterecker. Wir sind schon einmal auf einem Podium gemeinsam gesessen. Vor 2 Jahren, im MAG war das. Matthias Mitterecker leitet das Projekt Avenue 21 am Future Lab der TU Wien. Und er befasst sich damit, wie autonomes Fahren die Städte in Zukunft beeinflussen wird, beziehungsweise auch wie die Stadt das autonome Fahren beeinflussen, verändern, ermöglichen wird. Er befasst sich mit dem Straßenraum, mit dem gesellschaftlichen Wandel, auch mit den technischen Aspekten und er befasst sich auch mit Klima und Verkehr und auch, und ich denke, das ist beim autonomen Fahren ein wichtiges Thema, mit der Sicherheit. Das ist ein sehr spaltendes Thema, dem werden wir uns dann auch widmen. Das alles wird uns in der nächsten knappen Stunde beschäftigen. Mein Name ist Wojtek Czaja, ich bin Journalist für den Bereich Architektur und Stadtkultur, bin hauptsächlich für den Standard tätig und freue mich sehr, dass ich Sie heute Nachmittag hier, beziehungsweise auch dich, Matthias, durch das Gespräch begleiten darf. Der Wunsch war, 40 Minuten sollen wir sprechen und dann werden wir 20 Minuten auf Ihre Fragen reagieren. Das ist für mich ein bisschen schwierig, ich würde es gerne anders machen. Wir werden hier mal anfangen zu diskutieren und welche Fragen auch immer Sie an Matthias Mitterecker haben, bitte merken Sie sich die vor. Ich werde relativ bald auf Sie zurückkommen und werde Sie um Ihren Input bitten. Matthias, ich würde gerne damit anfangen, wie bist du auf das Thema autonomes Fahren gekommen? Was war dein persönlicher Antrieb, was war dein eigener Schmerz, der dich dazu gebracht hat, dich damit auseinanderzusetzen? Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie trotz des spannenden Wahlnachmittags und Abends gekommen sind und danke auch für die Einladung vom Humanities Festival. Mein persönlicher Einstieg ins Thema zum autonomen Fahren ist vielen Zufällen geschuldet. Mein Hintergrund ist Architekturtheorie. Die Themen, die ich dort behandelt habe, waren etwas abstrakter, aber es hat sich immer darum gedreht, sozusagen wie Technik, Stadt und auch die Art und Weise, wie wir bauen und leben, verändert. Und das konkret aus, also
das Interesse am konkreten Thema ist durch die Medien und dann vor allem über einen Freund geweckt worden, mit dem waren wir im Café Europa und der hat gesagt, ha, ist das nicht was, wenn da diese Google-Autos herumfahren? Tut das nicht auch was mit der Stadt? Und wir haben uns dann versucht, dem Thema zu nähern. Das war ein sehr früher Zeitpunkt und haben dann mit Studierenden an der TU Wien, ein Haus weiter, einmal ein Entwurfsseminar gemacht, Architekten und Raumplaner gemeinsam. Und die Ergebnisse waren sehr gut, so gut, dass wir eine kleine Broschüre gemacht haben. Und diese Broschüre ist dann auch in die Hände der Daimler und Benz Stiftung in Deutschland geraten. Und die haben dann einfach angerufen und gefragt, ob wir Zeit haben, ein Projekt für sie zu machen. Und wir haben gesagt, ja, natürlich. Und seitdem sind wir auf einer sehr, sehr wilden Reise, muss ich sagen, durch ein unglaublich dynamisches Thema. Das Forschungsprojekt war ja zu Beginn, glaube ich, für 2 Jahre anberaumt. Und es ist dann komplexer und länger und umfangreicher geworden. Ja, wir haben das Glück, dass wir noch, also ein drittes Forschungsjahr, wahrscheinlich sind es dann im Endeffekt 3,5 Jahre, finanziert bekommen haben. Wir haben großartige Möglichkeiten, muss ich sagen, die uns die Stiftung an der Stelle auch gibt. Und ja, es ist eine herausfordernde Sache, denn wir arbeiten sozusagen mit einem beweglichen Ziel. Als wir begonnen haben, uns dem Thema zu widmen, da war die Vision ganz stark die, da hat man so geglaubt, und es haben wirklich sehr viele Menschen geglaubt, wir auch, dass es 5 oder 10 Jahre dauern wird und dann werden diese selbstfahrenden Autos in der Stadt runterfallen und dann werden die überall fahren. Und heute ist man sehr, sehr viel konservativer, was die Einschätzung der technologischen Machbarkeit betrifft. Und das war, glaube ich, auch ein Moment, der für unser Projekt sehr wichtig war, denn wir haben sozusagen sehr stark damit gehadert, wo unser Beitrag sein kann, unsere Kompetenz. Wir sind Soziologinnen und Soziologen, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Architekten, Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner und Architekturtheorie. Und das Gemeinsame ist sozusagen eine gewisse Kompetenz für den Raum, wie auch immer, dass man diskutieren kann. Wenn die wirklich überall hätten fahren können, oder würden sie wirklich überall fahren, dann wo ist dann unsere Kompetenz sozusagen? Und wir haben aus der Not sozusagen versucht, eine Tugend zu machen und uns genau die Räume angeschaut, den Straßenraum, um zu verstehen sozusagen, was das mit der Technologie macht und was umgekehrt die Technologie mit dem Straßenraum machen könnte. Diese Aspekte werden wir uns jetzt im Detail anschauen. Warum das Vienna Humanities Festival dich ausgerechnet jetzt eingeladen hat, hat auch einen aktuellen Bezug. In 2 Wochen, wenn ich richtig informiert bin, wird diese Arbeit, diese Forschungsarbeit bei der TU Academic Press als Gratis-Download digital und auch als Print auflegen. Wenn wir von autonomen Fahren sprechen, das ist schon ein bisschen angesprochen, wo ist das in der Stadt möglich? Also durch die Themen, durch die wir uns jetzt ein bisschen durcharbeiten werden, strukturiert würde ich gern mit Architektur, mit Stadt und mit dem Raum anfangen. Mhm. Wie können wir uns das vorstellen? Also wir werden dann irgendwann mal Google Cars oder in der Seestadt Aspern waren ja auch 2 selbstfahrende Busse im Einsatz, diese kleinen Busse. Die kleinen Busse, die haben tatsächlich Bussi geheißen. Also es waren 2 ganz kleine Busse, die autonom gefahren sind. Der eine hat Bussi geheißen und der andere Bus hat Busserl geheißen. Was ist daraus geworden? Wie ist das in der Seestadt möglich? Wie können wir uns solche autonom fahrenden Busse, Autos oder Logistik, Zulieferer, Wagen in der Stadt, zum Beispiel in Wien, vorstellen? Und da gibt es, glaube ich, 2 Komponenten, die man berücksichtigen muss. Das erste ist sozusagen die rein technologische, die das Selbstfahren von einem Fahrzeug im Straßenraum ermöglicht. Das sind ein Haufen unterschiedlicher Sensoren, die in den allermeisten Fällen zu einem kohärenten Bild zusammengefasst werden müssen. Und das ist sozusagen die große technologische Herausforderung, eine der großen technologischen Herausforderungen. Bei dem Bus in der Seestadt ist das nicht so, der hat ausschließlich ein LiDAR-Sensor, also so einen Lichtradar-Sensor. Aber wenn man von Google-Autos spricht, aber wenn man auch von Serienfahrzeugen
die jetzt so in der Oberklasse existieren, die verwenden für ihre Assistenzsysteme, die sie haben, also so ein Adaptive Cruise Control, also ein System, das automatisch bremst, wenn der Vordermann bremst oder der es auch überholen kann. Da geht's darum, dass man aus mehreren Sensoren ein Bild herstellt. Ist das schon autonomes Fahren? Das ist, wenn der BMW oder der Mercedes schon alleine irgendwas macht oder selber einpackt? Nein, es ist eine Vorstufe und es gibt, das autonome Fahren ist ein Begriff, den wir eigentlich relativ ungern verwenden, weil Autonomie ja sozusagen einen gewissen Freiheitsbegriff impliziert. Also das hat schon, also hat eine philosophische Komponente, von der ich glaube, dass man die Technologie noch für viele, viele Jahre überfordert, wenn man das impliziert. Es gibt eine 6-stufige Skala, auf der man das misst. Von 0 Autonomie, das ist ein Fahrzeug, das gar nichts kann, bis hin zu 5, bis zum Level 5, das ist dann wirklich Selbstfahren unter allen Umständen, die auch ein menschlicher Fahrer oder Fahrerin bewältigen würde. Wo stehen wir heute? Irgendwo zwischen Level 2 und 3. Das heißt, also Level 2 heißt, dass die, das sind eben solche Spurassistenten, also Brems- und Spurassistenten, und dann Level 3 wäre, dass unter der Überwachung des Menschen, als menschlichen Fahrer, alle Fahrfunktionen zu einer gewissen Zeit übernommen werden. Allerdings muss man sagen, das ist Level 3, so eine Sache. Da sagen die Leute, gibt es zwei Lager. Das eine Lager sagt, das wäre extrem gefährlich und katastrophal, wenn Menschen nicht mehr selbst fahren müssten, sondern nur mehr überwachen müssten. Aber sie müssten in kritischen Situationen irgendwie agieren. Das heißt, wir hätten sehr schlecht trainierte Fahrerinnen und Fahrer, die gerade dann, wenn es kompliziert wird, sozusagen eingreifen müssen. Deswegen, und abgelenkt sind oder gerade in ihre Wurstsemmel beißen. Genau. Deswegen gibt es diese Schule, sagt, das gehört, das Level 3 sollte nie zugelassen werden und gleich ins Level 4. Und Level 4 bedeutet, das Fahrzeug übernimmt alle Fahrfunktionen. Es gibt keinen Mensch als Rückfallebene, also ist nicht notwendig. Es muss also auch kein Lenkrad und keine Steuerungseinheit oder wie auch immer geben, aber nur in einem bestimmten Bereich. Das heißt zum Beispiel Anwendungen, die wir heute schon kennen, im Hafenareal vom Hamburger Hafen zum Beispiel. Da fahren diese Dinger ja schon selbstständig herum, das ist abgesperrt. Oder in Logistikzentren, da gibt es das. Das wäre sozusagen eine Level 4 Anwendung. Dann muss man sagen, und das ist die eine Seite, und die andere Seite ist die große Frage, wie sich das durchsetzen wird. Sind das Privatfahrzeuge, die einfach dann zusehends besser dem Fahrer oder der Fahrerin assistieren? Oder gibt es dann wirklich einen Shift und man sagt, man geht in Richtung Flotten, in Richtung Uber-Flotte, die sich sozusagen zusehends automatisiert, oder sind es Shuttlebusse, die einzelne Linien übernehmen? Und dann später Stadtteile. Das ist sozusagen eine ganz zentrale Frage, von der viele der Wirkungen einfach auch abhängen. Wer von Ihnen hat denn schon mal ein fahrendes Fahrzeug, ein autonom fahrendes oder ein selbstständig fahrendes Fahrzeug gesehen in Natura? 1, 2, 3, 4, 5. Wie ist es dir dabei gegangen, als du das erste Mal so ein Google Street Car oder was auch immer gesehen hast? Also das erste automatisierte Fahrzeug, das ich gesehen habe, war dieser, also ein vergleichbares Modell von dem Shuttlebus in der Seestadt. Das war in Koppel, in der Nähe von Salzburg, wurden in Österreich die ersten Tests mit sowas durchgeführt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Gondel in einem Skilift. Also es ist noch recht ruckelig und wackelt. Es ist alles im Allem, merkt man, dass die Firma, die das herstellt, das Autobauen auch erst übt, also nicht nur das Selbstfahren. Und es war schon ein also gerade dieses Shuttle, das ist schon ein sehr, sehr harter Reality-Check. Das kann relativ wenig, muss man sagen. Das ist im Endeffekt ein bisschen übertrieben ausgedrückt auf dem Niveau von einem Staubsaugerroboter. Es kann einer unsichtbaren Linie folgen, die per GPS sozusagen vorher gesetzt wurde.
Dazu muss auch das GPS sozusagen noch mit lokalen Sendemasten verbessert werden. Es muss die gesamte Umgebung 3D gescannt werden. Und wenn die Umgebung sich verändert, was in Koppel und in der Seestadt passieren ist, nämlich zum Beispiel Bäume bekommen Blätter oder wachsen, dann bleibt das Auto stehen und kann nicht mehr fahren. Wir sprechen dann noch nicht mal von den Menschen, die irgendwo herummarschieren. Also es bremst, macht eine Vollbremsung bei einem Blatt, genauso wie bei einem Menschen oder Kind. Das klingt jetzt noch nicht so wahnsinnig toll. Es ist ja auch irgendwie so fast ein vielsagendes Bild, muss man sagen. Ich denke, dass es einige Technologiehersteller gäbe und auch Automobilhersteller gäbe, die selbstfahrende Shuttles technologisch umsetzen könnten. Allerdings ist das sozusagen die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs nicht im nicht das ertragreichste Geschäftsmodell. Wenn wir jetzt vom Laub sprechen, am Baum oder auf der Straße, und ich jetzt nochmal auf Architektur und Stadtraum zurückkomme mit dir, wie ist sowas in Wien vorstellbar? Stadträume verändern sich ja permanent. Wäre unter den heutigen technischen Gesichtspunkten irgendwo in Wien so ein Shuttle, so ein selbstfahrendes Ding schon einsetzbar? Was müsste verändert werden? Technisch, visuell, wie auch immer. Also auch in Wien gibt es sozusagen Vorstufen vom automatisierten Fahren, die bereits funktionieren. Also wenn Sie mal das Glück oder Pech haben oder Wartezeit im SMZ Ost aus irgendwelchen Gründen haben, dann können Sie mit dem Lift ins Untergeschoss fahren. Ich glaube, es ist das zweite Untergeschoss und das gehört sozusagen bereits den Maschinen. Da gibt es so selbstfahrende, die docken sich an entweder Betten oder den Essenstrolley oder den Wäschetrolley an und fahren dann mit diesen Dingen von A nach B. Also in geschützten Umgebungen ist es sehr schnell denkbar. Im städtischen Umfeld ist es eine ganz andere Sache, denn, und das hat sozusagen den Aspekt der Verkehrssicherheit, glaube ich, den man an der Stelle mitdenken muss, wir fahren im Allgemeinen als Menschen in den Straßen zu schnell. Das heißt, wir riskieren sehr häufig, dass andere Menschen durch unser Verhalten, nämlich das zu schnell fahren, zu Schaden kommen. Und da meine ich einfach nur, wenn man sozusagen das sich innerhalb der gesetzlichen Rahmen bewegt und wirklich mit 30 Stundenkilometern durch die Kirchengasse fährt, dann ist das potenziell schon so gefährlich, weil es immer wieder Verdeckungen geben kann, aus denen eine Person, vor allem natürlich auch kleinere Menschen, also Kinder, herausspringen könnten und wir hätten keine Chance, aufgrund der Physik zu bremsen. Und es fährt aber keiner mit 30 km/h durch die Kirchengasse? Ja, wahrscheinlich, also weil sie zu schnell fahren oder weil sie wahrscheinlich noch schneller fahren, ja. Das ist das, und ich denke und ich glaube, und das ist auch im Diskurs so, die Wahrnehmung, man wird wohl nicht akzeptieren, dass Maschinen in so einem Umfang Menschen töten und verletzen, wie es Menschen tun. Aber wenn es für dich passt, heben wir uns diese emotionale Komponente des Unfalls, weil ich glaube, wie würde eine Maschine entscheiden, bringe ich jetzt den oder die um, das heben wir uns noch auf. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Wo in der Stadt ist sowas heute schon vorstellbar? Du hast die Kirchengasse angesprochen, klingt jetzt noch sehr komplex. Wie schaut es aus mit Autobahnen, wie schaut es aus mit Schnellstraßen? Können wir Wege verwenden, die es schon gibt, oder müssten wir Wege anlegen, die es noch nicht gibt? Also Autobahnen ist sozusagen ein Beispiel dafür, was sozusagen auf dem Weg vom Hafenareal in die Kirchengasse sich befindet. Die Autobahn ist ja ein geschlossener Bereich. Es gibt einen Zaun rundherum und man darf nicht reingehen. Es gibt keine Tiere, es gibt keinen Querverkehr. Also man kann dort die Automatisierungsaufgabe ist trotz der relativ hohen Geschwindigkeit eine leichtere als eine innerstädtische Straße. Dann wird es schon schwieriger. Wir haben im Projekt einen Index entwickelt, also ein Analyse-Tool, weil das ist ja auch das Spannende an der Zeit, in der wir arbeiten. Es gibt sozusagen in einigen Fällen nicht einmal das Werkzeug, mit dem man arbeiten muss, das muss man sich selber machen. Also wir haben ein Analyse-Tool entwickelt,
mit dem man die Tauglichkeit von selbstfahrenden, also von Straßenabschnitten für selbstfahrende Fahrzeuge bewerten kann. Und da sieht man eben, dass die Autobahn ganz vorne ist und dann auch straßenabschnittsweise verändert sich das Bild. Also man kann sich vorstellen, dass also Kreuzungssituationen, wo eine Straßenbahn, die wir gerade gehört haben, Fußgänger, Fahrradfahrer sind, das sind hochkomplexe Situationen. Hier kommt sehr stark darauf an, dass man das Verhalten eines Gegenübers antizipiert, wer auch immer das Gegenüber ist. Das ist der Unterschied zwischen einem Autopilot im Flugzeug, wo es viel um Physik geht, und einem Autopiloten sozusagen im Straßenverkehr, wo es viel um Wahrscheinlichkeit geht. Also es muss, wir Menschen, wenn wir fahren, bewerten ständig, wie wahrscheinlich ist das, dass die Person jetzt über die Straße geht, dass sie einen Schlenker macht, dass sie abrupt stehen bleibt. Das heißt, alle Orte, tendenziell die belebten urbanen Orte, überall dort, wo es lustig ist, überall dort, wo, wo Urbanität existiert, das sind potenziell die Räume, die sich sehr schlecht für selbstfahrendes Fahren eignet. Und da könnte eine sehr starke Dilemmasituation der Zukunft liegen. Das heißt aber im Gegenzug auch, ich denke jetzt an Städte, mit denen ich persönlich mir schwer tue und die auch in der Architektur und in der Stadtliteratur als misslungene Beispiele gelten, beziehungsweise als damalige Hoffnungsträger von Mobilität. Los Angeles, eine einzige Autobahnwüste, Johannesburg, Manila, Bangkok, also hochgeführte Straßen, überall dort, wo das Auto dem Symbol des Irrglaubens war, mit der Mobilität, mit der Automobilität die Qualität der Städte zu verbessern. All diese Städte, unter denen wir heute leiden, die wir versuchen wieder rückzubauen und aus den Fehlern zu lernen, ausgerechnet diese Städte würden sich, wenn ich jetzt daraus also 1+1 zusammenzähle, gut für die Implementierung von autonomen Fahren eignen. Absolut. Der größte Test, der gerade durchgeführt ist, ist in Phoenix, Arizona von Waymo, also von der Google-Firma. Und das ist genauso, also es ist eine Vorstadt von Phoenix, Chandler heißt die. Es gibt mehrere Orte, aber das ist der bekannteste. Und das ist genauso was. Das ist die perfekte autogerechte Stadt sozusagen. Es ist Suburbia. Wir haben wenig Leute auf der Straße, weil es gibt keinen Grund, auf der Straße zu sein. Es ist heiß, es gibt keine Funktionen, es gibt keine Schulen, es gibt keine Cafés, es sind ausschließlich Wohnen. Das Wetter ist immer gut, also man muss nicht, die Sensoren werden nicht mit Schnee oder Regen oder so irgendwas belastet. Und Fußgänger und Fahrradfahrer werden auf getrennten Streifen geführt. All das spricht dafür sozusagen, dass man da sehr gut fahren kann. Und genau diese, aber auch diese, wir haben ähnliche Stadtteile auch in Wien, die nach dem Prinzip der autogerechten Stadt errichtet wurden und werden. Und auch die eignen sich dann vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt. Das sind so die Siedlungen der 60er und 70er Jahre, wo man sehr stark in dieser Ideologie gebaut hat und nach diesem damaligen Verständnis. Das sind potenziell frühe Einsatzfelder für automatisiertes Fahren. Ich würde an dieser Stelle noch kurz die Technik mit einbeziehen. Ich danke dir für dieses ganz klare Bild dieses Blattes am Baum. Wenn ein Blatt am Baum schon ein Problem ist, was macht dann der Regen, was macht dann der Schnee? Mit den Massen, mit den teilweise nicht scharfen Konturen, mit den Spiegelungen, wie kriegt man sowas technisch in den Griff? Ist das schon gelöst? Ist das schon Praxis einsatzbereit oder warten wir dann noch auf die richtigen Technologien? Man muss dazu sagen, die Technologie ist weiter als dieses Shuttle in der Seestadt. Das wird die Seestadt jetzt nicht gerne hören. Ja, ich sage jetzt noch was die Seestadt nicht gerne hören wird, nämlich, dass diese Shuttlebusse funktionieren zurzeit sehr stark im Kontext des Stadtmarketing. Das ist keine wirkliche Technologie, man kann mir da gerne widersprechen, aber ich sehe da keinen wirklichen substanziellen technologischen Fortschritt oder auch großartige Lerneffekte. In ganz vielen Städten
In Europa werden diese Shuttles getestet und es wird im Endeffekt überall das Gleiche gemacht. Also diese Shuttles sind schlechter als der State of the Art. Das große Problem bleibt aber weiterhin sozusagen, wie sichere ich Systeme ab, ein automatisiert fahrendes Fahrzeug, das kann ja nicht einfach so stehen bleiben. Also da muss ein vielfach redundante Systeme entwickelt werden. Also mehr, und da sind ganz fundamentale Fragen zu lösen. Es gibt in Wien eine sehr mittlerweile weltweit bekannte Firma. Die Firma heißt Hititech. Das ist ein TU-Spin-Off vor rund 20 Jahren. Die kommen aus der Luft- und Raumfahrt und sind es gewohnt, sehr, sehr sichere Systeme zu machen. Und wahrscheinlich hat es sozusagen einfach auch die erste Tote gebraucht, die ja, also es hat vielleicht zwei Tote schon gegeben, bei einem Test von Uber in Arizona ist eine Person überfahren worden und ein Tesla-Pilot hat sich selbst, hat seinen eigenen Tod verursacht, indem er ein Fahrerassistenzsystem, das in sozusagen dem Marketing-Sprech von Tesla dann einfach schon Autopilot geheißen hat, in einer Situation verwendet hat, für das überhaupt nicht geeignet war. Und aufgrund dieser beiden Todesfälle würde ich sagen, hat man gesehen sozusagen, man geht einen Weg in einer Geschwindigkeit, das ist unrealistisch, was da gefordert wird und was man da sozusagen sich selbst auch irgendwie eingeredet hat, was man da machen kann. Du hast ganz am Anfang angesprochen, die 5 bis 10 Jahre, das ist auch das, was man immer wieder in den Medien gehört und wahrgenommen hat. Wie lang wird es tatsächlich brauchen, bis das einigermaßen Alltag ist? Ein Vielfaches davon? Ein Vielfaches, also man muss dann immer sagen, was man meint, aber bis es wirklich sozusagen Teil der Lebenswelt ist, dauert es viele Jahrzehnte wahrscheinlich in der Vorstellung von Selbstfahren. Aber der Übergang ist ein fließender. In Wien wird jetzt eine automatisierte U-Bahn gebaut. Also es gibt Anwendungsfälle, die sehr früh gehen werden und wo man sozusagen Schritt für Schritt einfach auch ganz, ganz viele Dinge lernen wird, die es braucht sozusagen, wenn Menschen wirklich im öffentlichen Raum der Straße mit Maschinen konfrontiert sind, die sie potenziell einfach auch töten können. Und da muss man sehr, sehr viel Verhalten lernen. Also die eine Frage, die noch gänzlich ungelöst ist, ist, wie kommuniziert man mit einem Fahrzeug ohne Fahrer? Also wir wissen ja sozusagen, dass Blickkontakt an der Kreuzung etwas Substanzielles ist. Je nach Kultur und Land sozusagen ergänzt man das durch die notwendige Bewegung auf sich und seine... Oder das Vokabular und die Lautstärke. Genau. Es gibt aber dann auch die Lichthupe oder überhaupt die Hupe. Ja. All das sind auch Kommunikationsmittel. Ja, genau. Bevor wir auf die ersten Toten sind ja jetzt schon angesprochen worden, bevor wir auf die Sicherheit zu sprechen kommen, würde ich gerne die Runde fürs Publikum zu Beginn gleich einmal öffnen und wir kommen gleich auf Sie zu sprechen, es gibt ein Mikro. Ich würde es gerne so machen, dass wir 2, 3 Fragen sammeln und dass ich die dann an Matthias Mitteregger zurückgebe. Bitte schön, hinten bei der Säule. Also ein Entwicklungsingenieur hat von 2050 gesprochen, sage ich mal, bis das in den Städten realistisch umgesetzt werden kann und alltäglich ist. Die Frage ist, bei geschlossenen Bahnsystemen gibt es das schon seit Anfang der 80er Jahre in der U-Bahn, aber bei offenen Bahnsystemen gibt es das heute noch nicht. Und darum wundere ich mich, dass für diese so in den Medien publizierten automatischen Taxis und auch Zustellsysteme, die durch die Städte fliegen sollen, so davon ausgegangen wird, dass das in 2, 3 Jahren ist. Wie ist das überhaupt einzuschätzen? Ist das realistisch? Und wie würden Sie jetzt ein erfahrenes Pferd mit betrunkenen Reiter einstufen? Das konnte ja schon vor 100 Jahren allein nach Hause gehen in Ihrem System. Danke. Dankeschön. Was gibt es denn noch für eine Frage von Ihnen? Da haben wir einmal in der ersten Reihe und dann in der dritten, in der Mitte.
Ja, ich hätte eine Frage, die sich vielleicht weniger auf die Machbarkeit als auf die Wünschbarkeit bezieht. Ich habe vor einem halben Jahr einem Vortrag von einer Historikerin zugehört und die hat ein bisschen über die Entstehung der Ideologie des entmischten Verkehrs berichtet. Also der Verkehr, der nach Verkehrsteilnehmern differenziert, und das war im Grunde genommen ein großes Programm, um die Autofahrer von den Fußgängern, von den Radfahrern zu trennen. Und sie hat sehr deutlich gemacht, dass es diese Entmischung zugunsten der Autofahrer und zulasten der Nicht-Autofahrer faktisch war. Und das hat vor allem Frauen und Kinder nachteilig betroffen. Und diese Architektur ist bis heute gewissermaßen fatal. Jetzt frage ich mich, was bedeutet das, wenn Sie sagen, dass die autonomen Fahrzeuge vor allem auf diese Architektur passen würden, die entmischt ist, ob das gewissermaßen nicht eine Fehlentwicklung mit einer moderneren Technik noch verstärkt. Und das ist so ein bisschen die Wünschbarkeitsfrage, ob wir nicht eigentlich eine defizitäre Technologie durch eine fortgeschrittenere, aber genauso im Prinzip defizitäre Technologie unterstreichen würden, praktisch. Dankeschön. Dann nehmen wir noch die dritte Frage in der Mitte, dritte Reihe. Ich hätte zwei bisschen zusammenhängende Fragen. Die erste Frage, die mir gekommen ist: Wir leben derzeit erst recht in Österreich, in einem Land, in dem Leute von einem kleinen Wagen für ein paar tausend Euro bis zu sehr teuren Fahrzeugen erst recht im großen Segment sind. Wie verbinde ich dann diese Fahrfreude? Ich meine, kleine Autos können dann nicht mehr in dem Tempo mitfahren, im selbstfahrenden System, wie schnellere, stärkere Autos, die ja sehr beliebt sind. Und die zweite Frage, die mir gekommen ist: Wenn wir schon automatische Systeme haben, die ja hintereinander fahren, auf geregelten Straßen, wieso nutzen wir dann nicht Schienen, die ja physikalisch viel logischer wären als die Reifenauftriebsfläche? Dankeschön. Vielen Dank für diese erste Runde. Wir haben jetzt beide mitgeschrieben. Wir fangen an mit der Frage geschlossene Systeme und offene Systeme. Geschlossene Systeme gibt es jetzt schon seit den 80er Jahren. Das heißt, da gibt es schon einige Erfahrung. Und jetzt sind wir dabei, dass wir uns einreden, die offenen Systeme innerhalb von ein paar Jahren marktauglich zu machen. Ich glaube, die Fragen hängen ziemlich gut zusammen. Sozusagen, wenn man diese Genealogie des Selbstfahrens ist natürlich, das geschlossenste System ist der Aufzug, sozusagen, wo man einen Liftschacht hat. Und dann muss man graduell sozusagen die Trennung wegdenken. Also das, was wir heute vom Selbstfahren erwarten, ist das zusehends, dass die Machbarkeit nicht mehr infrastrukturell, sondern technologisch, also im Sinne der Datenverarbeitung gelöst wird. Also Selbstfahren gibt es auch in Europa, nicht nur in Schächten, sondern getrennt geführten Trassen schon seit 2000. Es gibt seit 1974 in Amerika das Morgantown PET, also es gibt schon selbstfahrende Systeme, die auch sozusagen unfallfrei bis jetzt verkehrt sind. Und wenn man sozusagen dann, das Trennprinzip ist ja sozusagen eine weitere infrastrukturelle Möglichkeit, das Selbstfahren zu ermöglichen, denn gut fürs Fahrzeug ist sozusagen, wenn die Wahrscheinlichkeit als Problem sich nicht akut stellt. Das heißt, wenn ich einen Abstand habe zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer, zwischen der Fahrbahn, und die bewegen sich, dann habe ich eine gewisse Vorwarnung, rein infrastrukturell gegeben. Also dieses Trennprinzip, das nach der Geschwindigkeit gemacht wird, das hilft dem Selbstfahren insofern. Es gibt natürlich die große Befürchtung, dass die Technologie in einer Form in die Gesellschaft tritt, dass man sich irgendwie dazu entschließt, den öffentlichen Raum der Straße einer Verkehrstechnologie unterzuordnen. Das wäre aus meiner Sicht natürlich eine Katastrophe, denn das wäre sozusagen das, was man beim Auto schon gemacht hat und wo man auch die Innenstädte zerstört hat, vergessend, dass der Straßenraum eben nicht nur Transport, sondern auch Lebensraum ist. Und gerade
anlässlich der, also anlässlich ist gut, aber gerade wenn wir uns ein bisschen sozusagen auf die Klimakrise irgendwie vorbereiten, dann ist eine der ersten Antworten aus Sicht der Stadtplanung, wir brauchen dichte, kompakte, durchmischte Städte, um Verkehr zu vermeiden, also nicht technologisch in den Griff zu bekommen, sondern weniger Verkehr ist der beste Verkehr. Und gerade in diesen dichten Städten sind die Städterinnen und Städter noch viel mehr auf diesen öffentlichen Raum der Straße als Lebensraum angewiesen. Und der muss eine gewisse Qualität haben. Wie passt das jetzt zu dieser, wie Sie das angesprochen haben, zu dieser Infrastruktur-Funktions-Mobilitätstrennung zwischen den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren zusammen? Ja, genau, wenn das widerspricht ja unserem Verständnis von dem, was wir heute als eine funktionierende, gute, hochwertige Stadt verstehen. Teilweise. Ne? Auch da muss man sagen, das muss man differenzierter anschauen. Es macht zum Beispiel bei Einfallstraßen absolut Sinn, einen Fahrradweg getrennt von den Autos zu führen, aus Sicherheitsgründen. Da ist die Straße nicht unbedingt der Lebensraum, da gibt es nicht einmal einen Anbau. Also da macht es Sinn, sozusagen zwei wirklich unterschiedliche Geschwindigkeiten, die des Fahrradfahrens und die des Autos zu separieren. Im innerstädtischen Raum ist jeder Millimeter öffentlicher Raum aus guten Gründen Gegenstand von Debatten. Das gilt nicht nur für den Verkehr, sondern das gilt auch dafür, weil der öffentliche Raum ein wichtiges Gut ist, das uns allen gehört. Wir brauchen den öffentlichen Raum zum Demonstrieren. Wir brauchen den öffentlichen Raum für Spazierengehen, Lesen, all diese Dinge, Straßenmusik, das sind wesentliche Dinge. Also der öffentliche Raum produziert ja auch Dinge, da gehen nicht nur Dinge durch, sondern da entstehen soziale Kontakte, da entstehen kulturelle Güter, da entsteht Interaktion. Das heißt, wir sind wirklich auf diesen Raum angewiesen und das ist dann was ganz was anderes und da muss man dann einfach, finde ich, da wäre es fatal sozusagen, wenn man der Technologie in einem Maß, wie das schon passiert ist, Vortritt lässt. Das heißt, die Unterstreichung oder die Betonung der Defizite, wie Sie das angesprochen haben, und wie das jetzt offenbar in Phoenix, Arizona gehandhabt wird zu Testzwecken, das ist nicht des Pudels Kern. Das ist sicher nicht die Lösung zum Problem. Das kann sicher nicht des Pudels Kern sein. Es kann wohl auch unter anderem Vorzeichen wieder etwas Positives sein, denn ich denke, man kann auch jetzt sozusagen mit dem Blick auf die Stadtgeschichte oder die Technologiegeschichte, kann man argumentieren, dass das selbstfahrende Fahrzeug eine Vision des öffentlichen Verkehrsmittels für suburbanes Amerika ist. Weil in Amerika hat man irgendwann einmal gesehen, Moment, wir haben eine Siedlungsstruktur geschaffen, die uns komplett autoabhängig macht, die uns komplett ölabhängig hat und wir haben gar kein Öl. Dann hat es Initiativen gegeben, sozusagen auch die frühesten Selbstfahrer, Personal Rapid Transit Systeme zu etablieren, um genau dieses Problem in den Griff zu bekommen. Hängt nur hat man sich leider anders entschieden und hat sich entschieden, das Erdöl auf andere Arten zu besorgen, als sozusagen das Problem des Verkehrs der Vorstadt zu regeln. Sie haben die Schienen angesprochen, die geschlossenen Systeme, und Sie haben angesprochen, warum macht man es nicht überhaupt gleich auf der Schiene? Das wäre physikalisch geschickter. Was sagst du dazu? Ja, absolut. Also die Schiene ist sozusagen auch als technologische Herausforderung viel, viel einfacher. Da gibt es auch eine ganz unterschiedliche Logik. Auf der Schiene sagt man, man fährt auf Signal. Also die Zugfahrerin und der Zugfahrer gehen davon aus, dass die Schiene frei ist und warten auf ein Signal. Aber im Straßenraum fährt man auf Sicht. Das ist das schafft ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und die Schiene zu automatisieren ist auch etwas, was gemacht wird, muss man sagen. Also da gibt es ja auch Strecken auch in Österreich, die schon sehr stark selbst fahren könnten. Und Sie haben auch noch angesprochen die Komponente Emotion. Wir leben heute in einem Land, wo wir für sehr wenig und sehr viel Geld irgendeine fahrende Schüssel
uns besorgen können, die entweder sehr dienlich ist oder sehr luxuriös und sehr statussymbolgebunden. Was heißt das für die Zukunft und was hat das alles mit dem Fahrspaß zu tun? Beziehungsweise werden wir uns vielleicht von unserem Begriff der Fahrfreude, das ist jetzt auch eine gesellschaftliche Frage, trennen müssen. Dazu gab es vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Artikel in der Zeit, der sich damit beschäftigt hat, dass die Stadtplanung, wie sie heute stattfindet, eigentlich eine männlich dominierte Stadtplanung ist, weil sie in den letzten Jahrzehnten immer von Männern und auch mit den Bedürfnissen für Männer, so wie das Gesellschaftsbild zwischen Mann und Frau in den 50ern und 60ern noch ausgesehen hat, entwickelt wurde. Also was ich sage es jetzt ganz polemisch, was heißt das für die Männer? Was soll man da sagen? Ich glaube, wir müssen in der Forschung sozusagen, wir haben uns da die Frage gestellt, wie gehen wir dieses Projekt an? Wir können selbstfahrende Fahrzeuge, haben wir gesagt, nicht ohne die Verkehrswende denken. Wir können nicht hingehen und in eine Studie schreiben, mehr Autos sind besser für die Stadt. Das wäre absurd heutzutage. Das heißt, es muss sich irgendwas ändern. Sagt die Wissenschaft. Sagt nicht, das ist nicht so, dass, wenn es die Wissenschaft so sagt, dann ist es noch nicht gesellschaftlicher Konsens. Ich glaube, wir leiden sehr stark an einem Confirmation Bias. Wir suchen uns die Beispiele, die uns gefallen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber die Wahrheit ist wirklich die, dass das Auto ein unglaublich starker Gegner sein wird. Das Auto ist auch kulturell... Gegner, für oder gegen? Um es zu ersetzen. Und zwar nicht unbedingt durch selbstfahrende Fahrzeuge, sondern vielleicht auch durch Fahrräder oder durch mehr öffentlichen Verkehr. Also was wir machen wollen, was jede Stadt machen will, ist sozusagen diesen Modal Split, die Aufteilung zwischen den unterschiedlichen Verkehrsmitteln, zugunsten des Umweltverbunds, das heißt zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und öffentlicher Verkehr zu verbessern. Das heißt im Umkehrschluss weniger Autofahren. Ich glaube nur, man muss sehen, wie gut Autofahren ist. Also wie erfolgreich das ist, Roadmovies, wie produktiv das nicht, in der Kultur. Nicht nur wirtschaftlich, es ist einfach ein sondern sehr, auch kulturell. Es ist ein sehr, es it's ticking the boxes, es macht aus vielerlei Hinsicht viel Spaß, so mobil zu sein, so frei zu sein. Auch ich fahre ab und zu gern Auto. Also ich hab einen wunderschönen Urlaub in Amerika verbracht, in dem wir sehr viel im Auto gesessen sind. Das war mit meiner Dame, also mit meiner Frau, die Hochzeitsreise zu dem Zeitpunkt, war ein für mich sehr schönes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das im öffentlichen Verkehr so gewesen wäre. Aber ich glaube, das Ding ist irrsinnig gut. Und eine Sorge, die ich habe, ist, dass was auch immer das Auto ersetzen wird, so viel besser sein muss auf Arten, die wir uns vielleicht nicht wünschen, jetzt aus der Nachhaltigkeitsforschung heraus. Ich glaube nicht, man sagt so, das selbstfahrende Auto wäre im Idealfall, übernimmt es die letzte Meile, also die letzte oder den letzten Kilometer vom Zug zur Haustür. Das wäre idealer Anwendungsfall. Ich wohne irgendwo, wo es mir passt. Und in der Stadt kann ich die letzte Meile ja eh immer gehen, da ist es kein Problem, aber irgendwo am Land wird es relativ lang und dann holt mich sein Auto und führt mich zum Zug, das wäre sozusagen die Idealvorstellung. Aber ein Kollege von mir hat das einmal gesagt, wir glauben doch nicht im Ernst, dass wenn man einmal in einem Uber-Fahrzeug sitzt, dass die einen die letzte Meile machen, sondern die wollen, dass man nie wieder dort aussteigt. Und das wird so gut gemacht sein, nehme ich an, das wird so eine Emotionsmaschine sein, wenn es sich durchsetzt, dass wir, und das ist die Frage des Wünschenswerten, dass wir uns im Vorhinein, wo man die Technologieentwicklung noch beeinflussen kann, als Gesellschaft fragen, wozu wollen wir das eigentlich? Wollen wir Erlebnismaschinen? Gut. Wollen wir was anderes? Aber dann muss die Technologieentwicklung in die Richtung gehen. Zum Teil Zustimmung, Verständnis und zum Teil Fragezeichen. Ich verstehe absolut, dass ein Roadmovie, Thelma und Louise, sich in einem Google Streetcar oder in einem Busserl in der Seestadt nicht wahnsinnig gut machen wird. Andererseits ist auch die Frage, kann man sich davon vielleicht auch wirklich allalong trennen?
Es hat auch Literatur gegeben und bildende Kunst zum Thema Postkutsche und Reiter, Reiterstandbilder. Wir hatten heute schon den betrunkenen Reiter auf dem Pferd. Ist heute kein Thema mehr, weder in der darstellenden noch in der bildenden Kunst. Vielleicht geht es ja dem Autor auch mal so. Ja, das ist zu hoffen. Ein Bild, das für mich ganz gut trifft, ist in Romeo und Julia, also in Shakespeares Romeo und Julia, sagt die Literaturforschung, ist dem Shakespeare, der Mercutio sozusagen, der ist über ihn selbst, also der ist ihm zu gut gelungen. Der ist so lustig, so wortgewandt, so lebensfroh, im Gegensatz zu diesem ewig traurigen und nachdenklichen und rührseligen Romeo, dass der Shakespeare irgendwann einen Mercutio hat umbringen müssen. Weil sonst hätte niemand verstanden, wieso die Julia sich für Romeo entscheidet. Ich glaube, man muss, und das ist der Punkt, ich glaube, wenn wir uns wirklich in Richtung einer nachhaltigen Mobilität bewegen wollen, dann müssen wir Einschnitte in Kauf nehmen. Und das Auto wird von selbst nicht weggehen. Und die Autoabhängigkeit der Städte ist etwas, was Stadtplanung immer noch produziert. Das muss man also sehen. Also man darf, ich fände es gänzlich falsch, wenn wir immer so mit dem Finger auf die Industrie oder so zeigen, also die Automobilindustrie. Die Stadtplanung ist viel zu wenig mutig, viel zu konservativ, das heißt, vielleicht viel zu männlich. Und man muss da auch viel entschlossener in eine Richtung gehen, die es einfach ermöglicht, ohne Auto ein Leben zu führen, in dem einem das Auto niemals fehlt. Das selbstfahrende Auto ist also ein Beitrag zu einer Zukunft der Mobilität. Es ist nicht die Lösung für alles, weil viele stadtplanerischen, gesellschaftlichen, soziologischen, technischen Probleme dadurch nicht gelöst sind. Es kann ein sehr wertvoller Beitrag sein. Wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir uns internationale Vorreiterregionen angeschaut haben. Und Vorreiter waren für uns jene Länder und Städte, die schon wissen sozusagen, was sie mit der Technologie machen wollen. Also nicht die, die technologisch am weitesten sind, sondern die ganz gezielt wissen, was sie tun wollen. Und Japan sticht da heraus. Japan hat eine nationale Agenda. Die sagen, wir haben ein demografisches Problem, wir haben die am stärksten älternde Gesellschaft der Welt und die noch dazu verstärkt in ländlichen Räumen wohnt. Das heißt, der ganze ländliche Raum bricht uns weg. Das Problem ist nicht so weit weg, wenn die zweitälteste Gesellschaft ist die deutsche. Also, und wir sind auch nicht, was das betrifft, auch ziemlich weit vorn. Und die Japaner sagen, wir werden mobile Robotik in einer Form oder in irgendeiner Form in Häusern und vor Häusern und überall dazwischen brauchen, um genau diese Personen in Zukunft zu versorgen. Also sie gehen eine Linie, wo sie sehr stark verdichten in einem Band zwischen Tokio, Osaka und Kyoto und der Rest sozusagen wird auf ein System vorbereitet, das ganz stark von Maschinen wird abhängig sein. Aber auch bei uns glaube ich, dass es ein wertvoller Beitrag sein kann. Der öffentliche Verkehr kann einfach die Fläche nicht versorgen, das geht nicht. Es wird unwirtschaftlich und es wird also in einem Maß unwirtschaftlich, dass man sozusagen bis jetzt nicht so weit subventionieren wollte. Aber so wie du das erzählt hast, wenn ich kurz unterbrechen habe, ich finde das spannend, weil ich habe die Diskussion rund ums autonome Fahren bis jetzt entweder als Vision und Träumerei erlebt oder als wirtschaftliches Interesse. In Japan ist es offenbar wirklich ein gesellschaftliches und politisches Interesse. Es ist ein Bedarf, das einzuführen, damit die Gesellschaft mit dem Problem, das sie hat, funktionieren kann. Ja, absolut. Also das ist ganz spannend. Es gibt das Automated Vehicle Symposium, das ist die größte Konferenz zu einem Thema und da präsentieren die Nationen oder auch also die Europäische Union und Amerika, präsentieren hintereinander, was sie mal machen wollen. Und bei Japan ist die einzige Präsentation, wo wirklich ganz deutlich sagen, da
die wissen, was sie tun wollen. In Europa ist es sehr stark angstgetrieben. Wir sind in einem Maß von der Automobilindustrie abhängig, glaube ich, wie es nicht gut ist. Das heißt, es müssen alternative Industrien gefunden werden, die sozusagen einfach den Faktor Arbeit, der sehr stark mit der Automatisierung verknüpft ist, zu stabilisieren. Über 3,5 Millionen Menschen sind in Europa in der Automobilindustrie und ihren Zulieferern beschäftigt. Und das kann, also Europa könnte den Zusammenbruch der Automobilindustrie schlicht nicht verkraften. Oder Gesellschaften haben in der Vergangenheit schon einiges verkraftet, aber. Aber mit Schrammen, auf die wir uns vorbereiten müssen. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Was gibt es von Ihrer Seite noch für Fragen? Oh, okay. Dann 4. Dann würde ich vorschlagen, kurze Fragen, kurze Antworten und ich werde mich jetzt ziemlich stark zurückhalten. Bitte schön. Einfache Frage. Das 5G-Netz, wird immer gesagt, braucht es aus zwei Gründen. Das erste, Hochfrequenzhandel und zweitens, selbstfahrenden Autos. Stimmt das? Was für ein Netz ist 5G-Netz? 5G-Netz. Dankeschön. Machen wir es wieder so, dass wir zusammenfassen. Vielen Dank. Ist es denn nicht so, dass der tatsächlich limitierende Faktor für das automobile Fahren nicht die Technologie ist, die Sie beherrschen, sondern rein der Kapitalismus der Automobilindustrie? Sie sagen gerade, 3,5 Millionen Europäer sind vom Automobil abhängig. Wo steht Europa in der Elektromobilität? Weil Arbeitsplatzverlust. Wenn wir das einen Schritt weitergehen in mobile Automobilität, entfallen noch mehr Arbeitsplätze, weil es nur noch einen Bruchteil der Fahrzeuge geben wird. Ja. Nächste Stufe, es wird weniger Servicewerkstätten geben, etc. etc. Das ist ein kompletter Umbruch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, der stärkste Gegner ist die Automobilindustrie, wie wir sie heute kennen, selbst, weil das Businessmodell entfällt. Dankeschön. Ich notiere die Fragen. Gibt es konkrete Prognosen für Wien, wie sich der Verkehr da entwickeln wird? Also spüren wir in den nächsten 10 oder 20 Jahren schon spürbare Reduktion von Autos, zum Beispiel auf ebenso großen Straßen wie im Gürtel? Dankeschön. Und Sie hatten, glaube ich, noch eine Frage. Am Rand bei der Steinsäule. Nur kurz, also ich sehe, dass der Überwachungskapitalismus ein Geschäftsfeld braucht. Ich sehe es von diesem Aspekt aus. Und was ich überhaupt nicht verstehe, warum man ein schlechtes Fahrzeug mit einem anderen schlechten ersetzt. Und wir machen uns unabhängig vom Öl und abhängig von der Energie, die sich vertausendfachen wird, falls nicht noch schlimmer. Dankeschön. Noch eine Frage? Okay, dann arbeiten wir jetzt schnell ab. Wir haben die Uhr im Blickfeld. Erste Frage, 5G-Netz auch für selbstfahrende Autos. Ist das mit ein Grund, mit einer Möglichkeit? Also der korrekte Terminus ist automatisiertes und vernetztes Fahren. Also Vernetzung spielt jedenfalls eine Rolle. Allerdings nicht in einem Maß, dass man davon ausgeht, dass die Autos ständig ein Netz sozusagen zur Verfügung haben müssen, um zu funktionieren. Das ist wahrscheinlich keine Anwendung. Es wird dieses 5G hat ja dieses sozusagen, die Vision dahinter ist dieses Internet of Things, alles ist mit allem vernetzt. Das ist der große Kontext, in den auch das Auto dann eingebettet wird. Dankeschön. Dann der limitierende Faktor, die Frage, ob die Automobilindustrie letztendlich nicht selbst ihr eigener stärkster Gegner ist. Das würde ich nicht so sehen. Die Automobilindustrie, natürlich hat sie sozusagen hat das die Automobilindustrie im Blick. Sie weiß sozusagen, dass automatisiertes Fahren potenziell ihr Geschäftsmodell, nämlich das Autoverkaufen, in Frage stellt. Das heißt, wenn es wirklich so ist, dass automatisiertes Fahren zu mehr Sharing, zu Flotten führt, dann wandelt sich sozusagen in einem Maß, das ist die Frage, ob sie sich auf das vorbereiten können. Was sie sicher sehr gut können, und das wird eine Kernkompetenz bleiben, sie können die wahrscheinlich komplexesten Maschinen bis jetzt in der höchsten Geschwindigkeit bauen, und das ist sicher etwas, was sie in Zukunft auch machen werden.
Und daran gekoppelt war auch die Frage, wo steht Europa eigentlich in der Elektromobilität? Was, wenn ich das richtig verstanden habe, was den wirtschaftlichen, industriellen Standort Bedeutung betrifft? Ja, da ist ganz klar so, dass, das weiß man ja auch aus der Geschichte, dass ein technologischer Wandel, also im Rahmen eines technologischen Wandels verändern sich auch sozusagen die Vorreiter, also die stärksten Nationen. Und bei der Elektromobilität ist es ganz klar, dass wir in China viel größere Schritte in einer viel größeren Geschwindigkeit machen. Also wenn man sozusagen die elektronischen Zweiräder, also E-Bikes, Pedelecs und so weiter, da werden 98% in China verkauft und gefahren. Das gleiche gilt für den öffentlichen Verkehr und das Ähnliche ist bei der Automobilität. Wir sind ganz einfach von unserer Infrastruktur in einem Maß locked in quasi, dass uns der Wandel viel schwerer fällt. Amerika natürlich am schwersten, weil ein Kollege, den Agelos Sotoropoulos, hat gerade eine Studie durchgeführt für die amerikanische Westküste, Silicon Valley, und 50% der amerikanischen Elektrofahrzeuge werden in Kalifornien gefahren. Der Pickup-Truck wird in Amerika lange, lange Zeit noch durch die Gegend fahren. Das meine ich auch mit Confirmation Bias. Wir schauen immer so nach, da geht das so schnell, und Tesla, ja, ganz, ganz kleine Einsatzfelder bislang. Dankeschön. Dann war die Frage, Prognose für Wien, wie schaut es da aus mit der Veränderung, Entwicklung in diesem Bereich für die nächsten 10 bis 20 Jahre? Ja, ohne etwas zu tun, sehe ich es düster. Da muss man natürlich was machen. Man muss, und vor allem muss nicht, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das muss auch die Stadt endlich begreifen, die Stadt endet nicht für Mobilität an der Stadtgrenze, sondern es gibt rundherum auch ein Niederösterreich. Und dort beginnt der allermeiste Verkehr, der nach Wien geht. Und wenn man nicht es schafft, aus irgendwelchen Gründen, die historisch sind oder organisatorisch oder institutionell, in einem Maß mit Niederösterreich zu sprechen, dass man dort gemeinsam den Verkehr regelt, dann wird sich auch in Wien nichts tun. Man lobt dann immer den Modal Split vom ersten Bezirk, der ist nämlich so toll. Aber, der ist ja in Manhattan auch sehr toll. Ja genau, der ist ja überall, der ist im Stadtzentrum. Überall natürlich dort, wo es dicht ist. Ist es groß und es bricht ab und der Verkehr passiert eben woanders. Und potenziell ist es so, dass selbstfahrende Fahrzeuge, das zeigen die Simulationsstudien, sogar noch mehr Verkehr verursachen, möglicherweise weniger Fahrzeuge sozusagen in der Gesellschaft, weil man vielleicht shared, aber gescherte Fahrzeuge, da kommt immer die An- und Abfahrt zum Kunden, wie beim Taxi dazu. Und das induziert wiederum Verkehr, also es führt zu mehr Verkehr. Dankeschön. Und die letzte Frage war, Umstieg auf neue Energiesysteme, auf neue Antriebssysteme, Umstieg aufs autonome Fahren, ist es dann nicht so, dass ein schlechtes System ein anderes schlechtes ersetzt? Ja, die Wertung von Systemen obliegt weder mir noch der Wissenschaft, also die technologischen Systeme sind Ausdruck einer Gesellschaft, die sie einsetzt und die sie hervorbringt. Oder die sie hervorbringt und dann einsetzt. Natürlich ist es so, dass man sagen muss, wir werden in Zukunft, wenn wir das angesichts eben des Klimawandels irgendwie schaffen wollen, müssen wir verzichten. Und das heißt auch, wir müssen bei der Mobilität verzichten. Das gilt beim Auto, das gilt in dem Flugverkehr, der katastrophale Prognosen hat. Das hängt mit der Kreuzfahrtschiffen zusammen. Also wir müssen, da muss wirklich ein Umdenken passieren, und es ist, die Technologie alleine wird es nicht machen. Wir müssen das wirklich als Gesellschaft und auch Politik und Verwaltung und alle, und die Stadtplanung darf sich dann nicht aus der Verantwortung nehmen. Wir wissen auch zum Beispiel die E-Scooter, die man sozusagen jetzt lange oder die man, sobald sie aufgetaucht sind, als Hoffnung gesehen hat, da weiß man mittlerweile auch, die werden tendenziell an Orten eingesetzt, wo die Leute die werden innerstädtisch gefahren, da ist eh viel Verkehr, da ist eh viel Fuß- und Radverkehr, dort, wo sie eigentlich gebraucht würden, nämlich in der Vorstadt oder sozusagen dort einfach, wo der öffentliche Verkehr schlechter wird, dort stellen die E-Scooter-Betreiber, in Wien sind es mittlerweile 9, die stehen alle am gleichen Ort. Aber es gibt auch da Vorreiter, San Francisco in dem Fall, die haben ganz klare Regeln, die sagen, ja, ihr könnt es E-Scooter bei mir in der Stadt aufstellen, aber ich sage euch zu einem gewissen Teil als Stadt auch Gebiete, wo unbedingt Scooter stehen müssen, weil dort sind Leute, die haben ein Mobilitätsdefizit.
Also so wie das Carsharing und On-Demand-System genau. Mittlerweile funktioniert bei Car2Go oder DriveNow. Ein Thema würde ich gerne noch ganz kurz anreißen und die Antwort darauf ist sehr kurz, weil wir uns am Telefon unterhalten haben, Sicherheit. Dieser berühmte Algorithmus, ich als Mensch bin unachtsam und ein Unfall passiert mir und dann ist entweder Person A oder Person B tot. Uns beschäftigt schon seit langer Zeit die emotionale Frage, was tut der Algorithmus im Auto? Es ist für uns unklar, es ist mit Angst behaftet und in der aktuellen Diskussion hast du mir am Telefon bei unserem Briefinggespräch erklärt, hat man eigentlich eine Lösung gefunden aufgrund der Gesetzeslage und da gibt es jetzt eine ganz klare aktuelle Lösung dazu. Wie sieht die aus? Also das ist dieses Trolley-Problem, wo man sozusagen ein ethisches Problem, wo man die Frage hat, soll das selbstfahrende Fahrzeug jetzt über eine Gruppe Kinder oder eine Gruppe Senioren drüber fahren oder über eine Gruppe, weiß ich nicht was, Arbeitslose oder irgendein charakteristisches Merkmal entscheidend. Und da kann man sagen, das ist schlicht und einfach verboten. Es gibt den Gleichheitsgrundsatz im Gesetz. Es darf nicht entschieden werden. Das darf man, würde man auch nicht sozusagen einem Algorithmus sagen dürfen, bevorzuge immer, und das ist sozusagen das, was realistischer ist, bevorzuge immer die Personen im Fahrzeug. Weil niemand, hat man am Anfang von der Diskussion gesagt, ja, niemand würde ein Fahrzeug kaufen, wenn das Fahrzeug immer die Kinder rettet. Und die Person weiß das und sagt aber, die andere Firma, deren Algorithmus vielleicht immer mich schützt. Und da weiß man, das ist sozusagen, solange wir sozusagen ein ganz fundamentales Grundgesetz nicht angreifen, ist das schlicht und einfach verboten und müsste per Zufall gelöst werden. Also rein mathematisch gesprochen wird das eine Variable bleiben müssen. Absolut. Wir kommen zur Schlussfrage. Wir haben über die Kultur gesprochen, wir haben über die Roadmovies gesprochen, du hast die Auto-Hochzeitsreise mit einer Frau erwähnt. Eine Abschlussfrage, die aus zwei Teilen besteht, eine sachliche Komponente und eine emotionale. Die sachliche ist, wie wird, bleiben wir am Beispiel von Wien, das autonome Fahren in Wien in 20, 30, 40 Jahren aussehen? Kannst du uns wirklich in ganz kurz in eins versetzen, dieses Bild skizzieren, das du hast? Und die zweite Frage, das ist die emotionale Komponente, wie wird ein Roadmovie der Zukunft aussehen? Die erste Frage ist, wenn Wien sozusagen, ich müsste zunächst mal mit Niederösterreich reden, aber wenn Wien ihre eigenen Ziele ernst nimmt, dann muss die Stadt 80% Umweltverbund und 20% Individualverkehr schaffen bis in diesen Zeitraum. Das heißt, wir werden mehr öffentliche Verkehrsnutzung, wir werden mehr Fuß- und Radverkehr sehen und wir werden möglicherweise eben als ergänzende Funktion im öffentlichen Verkehr ein hybrides System sehen, wo in geeigneten Lagen automatisiertes Fahren zum Beispiel die Zubringerfunktion übernimmt. Eine Frage, die was in den 20, 30 Jahren stärker passieren wird, ist, aber da reicht die Zeit jetzt wirklich nicht, ist die lange Strecke, die Autobahnen und da vor allem der Güterverkehr. Also wir sehen ja schon E-Commerce und diese Dinge, da wird sich meines Erachtens am meisten getan haben. Wie sieht der Roadmovie der Zukunft aus? Ist das ein Topic, das es noch geben wird? Ich denke, dass das Mobilsein die ultimative Emotionsmaschine werden wird. Also es wird so ein, irgendjemand hat das so formuliert, dass es wird sich anfühlen, als könnte man in seinem Smartphone sein, also in seinem Smartphone baden. Das glaube ich, so wird ein selbstfahrendes Fahrzeug aussehen. Also es wird ein in den 60ern hätte man gesagt, es ist ein Trip. Und zwar nicht im Sinne des Autofahrens, sondern im Sinne von LSD oder so. Also ich denke, das wird sehr, sehr abgespaced.
Das heißt, wir werden uns vom Produktautomobil verabschieden und mehr zur Abenteuerlust, zum Trip, zum Empfinden der Mobilität hin entwickeln. Das Wirtschaftssystem hat sich hin zu sozusagen der Erlebnisökonomie entwickelt, und ich glaube, das Erlebnis, das wir dann auf Instagram und so weiter, ob es diese App noch geben wird, aber das Erlebnis wird wohl weiter ganz stark im Mittelpunkt stehen, und zu hoffen ist natürlich, dass wir nicht nur dieses hochtechnische Erlebnis, sondern auch andere Erlebnisse werden schätzen können, insofern, dass wir auch in dem ganzen technologischen Bad, in das wir uns betten, nicht vergessen sozusagen, dass dieses Baden auch immer Konsequenzen hat und allen voran Konsequenzen für unsere Umwelt. Dankeschön. Wenn wir Sie schmackhaft machen konnten auf das Thema, in 2 Wochen, wie gesagt, erscheint die Publikation von Avenue 21, knapp 200 Seiten in Farbe, sowohl als Print als auch als Download. Ich darf jetzt noch ankündigen, schauen Sie sich die Wahlergebnisse an, die Hochrechnung, und um 18.30 Uhr, wenn Sie das Resultat verkraftet haben, gehen Sie ins Stadtkino, da findet als Abschluss des Vienna Humanities Festivals eine Projektion statt, und zwar der Film Chaos, ein Film von Sarah Fatahi. Der Film wurde mit dem Diagonale Spielfilmpreis ausgezeichnet, und er erzählt die Geschichte von 3 syrischen Frauen, die aufgrund ihrer Geschichte und Migration an 3 unterschiedlichen Orten gelandet sind. Auch das hat mit Mobilität zu tun. Matthias Mittegger, vielen Dank fürs Vorbeischauen, für die Expertise. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Applaus